Ja, hallo Micha, hier ist der Daniel von der Firma Minicars und ich möchte dir unsere Top-Neuheit am Stand auf der Spielwarenmesse 2024 gerne vorstellen. Wir haben hier den E1 Racebird der Marke Choiceway. Ein Modell, was eine komplett neue Produktkategorie aufreißt. Diese Rennboote sind elektrisch angetrieben im Original in 1:1 und es wurde für 2024 eine weltweite Rennserie geschaffen. An Orten wie Doha, Rotterdam, New York. Es sind extrem viele Persönlichkeiten aus Film, Fernsehen und Sport im Team, wie ein Rafael Nadal, Didier Drogba, Tom Brady. Also hier ist wirklich auch in Sachen Social Marketing unheimlich viel geplant und diese Rennserie wird extrem zurzeit in sozialen Medien promotet. Mit Choiceway können wir jetzt diese Rennserie mit 4 Modellen in unterschiedlicher Farbe ebenso anbieten. Und es werden auf diesen Events auch entsprechende Rennen mit unserem E1 Racebird geben. Sehr futuristisches Konzept mit den Foils. Das heißt, das Boot schwebt über dem Wasser, angetrieben von einem Elektromotor, ist es das Ziel, mit 4 Booten gleichzeitig über eine gewisse Distanz Rennen zu fahren. Es wird Ende Mai im deutschen Markt verfügbar sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 139 Euro. Ja, wir schauen mal noch näher rein, ne? Was da drin ist. Ja, das kann ich dir sehr gerne öffnen. Elektromotor, Flexwelle, XT60 Stecker für 2S Lipos sowie komplett RTR. Das heißt, das Servo ist enthalten, sowie auch die Funkfernsteuerung. Komplett ready to run. Genau, es schwebt ja übers Wasser mehr oder weniger und hinten ist im Prinzip der Antrieb. Man sieht jetzt hier die flexible Welle, die hier drin ist. Genau, hier haben wir die Flexwelle, den Prop und die Lenkung erfolgt dann hier über die Außenbordattrappe. Ja. Also im Prinzip im Original ist es halt ein Außenborder, ne? Genau, und hier exakt. Im Modell wurde so nachempfunden, um eben auch klar, logisch wahrscheinlich Preis-Leistung sind zu bekommen und eben durch die Haltbarkeit. Exakt. Ja. Es war hier ein sehr wichtiges Tool, kein Profi-Modell zu schaffen, was irgendwie 400-500 Euro kostet, sondern das Konzept dahinter ist, dass man eine Community findet, zu dritt, zu viert, zu fünft, mit ein paar Booten am Baggersee oder am Angelteich mal ein bisschen Action zu haben. Was hat man denn für eine Fernsteuerung dazu? Also ist es ist eine Kugel oder eine Pistolenfernsteuerung, Zweikanal, Reichweite vollkommen ausreichend logischerweise und ein paar Bojen ins Wasser, Parcours abstecken und los geht's. Genau. Aktuell in Blau oder wird es noch andere Farben geben? Es wird auch andere Farben geben, Orange, Gelb und Grün. Und wen es interessiert, gerne mal auf Facebook, auf Instagram dem Ganzen folgen. e1series.com. Dort werdet ihr dann auch auf die sozialen Medien verlinkt. Alles klar. Dann danke ich dir. Sehr gerne. So, jetzt sehen wir uns mal das ganze Modell nochmal an hier in Rot. Also es gibt ja verschiedene Farben, hat der Daniel schon vorgestellt. Hier mal die rote Variante. Also statt in Blau gibt es das Ganze in Rot. Und von Choiceway, die ja von Minicars vermarktet werden, also sprich vertrieben werden, gibt es hier eine große Auswahl an kleinen bis größeren Booten, vor allen Dingen natürlich R2R-Varianten, also sprich, ihr müsst nichts mehr selbst zusammenbauen, einfach nur Akkus rein und schon kann es losgehen. In den verschiedenen Designs, wie ihr seht, auch mal ganz außergewöhnliche Boote, die es halt auch ja, so ähnlich schon gibt, bloß halt hier nachgebaut. 2,4 GHz Fernsteuerung, je nachdem,
welche Preisklasse ihr nehmt, hier zum Beispiel 60 plus, also in den verschiedenen Geschwindigkeiten. Ah, sieht doch schon richtig cool aus, was es hier für verschiedene Varianten gibt. Hier gibt es einfach mal einen Überblick. Es gibt natürlich da vielleicht das ein und andere Boot noch mehr. Und auch hier 4S 60 plus bzw. 6S kann man auch bis über 80 km/h fahren. Wird natürlich dann relativ schnell, ne, auch im Wasser. Sieht bestimmt cool aus, wenn dann praktisch hinten die Fontänen rausspulen. So, guckt euch mal an, was es alles so noch gibt hier. Fishingboote gibt es auch. Also gibt es hier einiges, was man im Prinzip auf dem Markt findet. Hier auch Köder ausbringen, gibt es auch schöne Boote. Und wer sich für Segelschiffe interessiert, der wird hier fündig. Also das Programm ist ziemlich umfangreich, was man erwerben kann. Joyce W. hat verschiedene Boote, wie gesagt, vom Motorboot bis zum Segelboot im Programm, vom klein bis groß. Sieht man hier mal eine schöne Übersicht. Das sieht natürlich auch richtig cool aus hier von der Größe. Guckt euch das mal an, bekommt man diese coole Fernsteuerung mit dazu. Oder hier bei dem. So, und Flieger gibt es auch noch alternativ. Das war mal eine Übersicht über die Boote noch hier mit dran gehangen.